Anfang werde ich eh raus. Leg los. Ja, servus. Nein, servus, grüß dich. Ja, wer auch immer uns zuschaut. Ja. Gestern haben wir uns vorgestellt als Benny und Vadim. Und heute offerieren wir den wahren Namen. Wie man unschwer erkennen will, sind wir die Barbarossa Brothers. Wegen den roten Pferden natürlich. Okay, also. Ich muss gut ablenken. Ja, und die letzten paar Stunden ist einiges geschehen. Ich muss heute Nacht anfangen. Oder besser gestern Abend. Also so um 10:30 haben wir uns hingelegt und wollten um 4 wieder aufstehen. Eine Stunde später bin ich wieder aufgewacht. Durch ein paar Mücke übersät mit Stichen. Und das ging halt die ganze Nacht, bis ich um 2:30 dann irgendwann tierisch aggressiv geduscht bin oder durchgegangen bin. Und ich, Benny, was ist los? Ja, ja. Was machst du? Nee, ich geh nur duschen. Ich bin gestochen. Okay. Dann habe ich mal ein bisschen was angezogen, mit meinem Handy, mit meinem Tagebuch einfach durch Istanbul gelaufen, habe so ein paar Impressionen wieder aufgeschrieben in mein Tagebuch und habe meinen Bruder noch angerufen. Ja, und dann bin ich um 4 wieder nach Hause. Wir haben das Zeug gepackt, haben uns unser Lunchpaket abgeholt und unser Frühstück, das war jetzt die geilste Aktion. Lunchpaket ist aber übertrieben. Ja. Ein paar dreckiges Baguette, ja, nenne ich. Mit ein paar Scheiben Käse, ein paar ekelhafte Gurke und Tomate oder sowas. Ja. Und Käse. Ich hab's nicht gegessen, zwei. Gut, Kaffee gab's auch keine, deswegen hat der Tag schon mal scheiße angefangen, inklusive schlechter Nacht. Und ja, dann sind wir halt geflogen, ne? Ja. Da habe ich irgendwas vergessen. Ja, doch, doch. Er hat nämlich vergessen, dass wir wahrscheinlich schon wieder irgendwie eine unglückliche Fügung hatten, nämlich. Gestern hatten wir einen sehr turbulenten Hinflug mit übelst rumwackeln und schreienden Leuten wegen Luftlöchern. Und heute haben wir uns verquatscht und haben einen Flieger verpasst. Ja, weil wir standen nämlich dran, 45 Minutes delayed, und wir dachten, okay, gehen wir halt mal noch locker fluffig einen Kaffee trinken und machen Laber, Laber, Laber mit einem Mitglied unserer Gruppe, Otto. Und wir sagen, lass uns doch mal gehen, und haben fast den Flieger verpasst. Naja. Ist alles noch gut gegangen. Wir sind hier gelandet auf 1600 Höhenmeter. Ich dachte anfangs, ich hätte irgendwie Probleme damit, weil mir so ganz leicht ein bisschen wirr war, aber war alles okay soweit. Und dann haben wir hier mal dieses, sollen wir das gerade ein bisschen präsentieren mal kurz? Ja, ich mache gerade mal einen Schwenk der Kamera. Ja. Das hier ist das Anwesen in, am Warnsee, der hier im Hintergrund zu sehen ist. Und jetzt auch Warnmeer genannt, da halt 7-mal so groß ist wie der Bodensee und aus Salzwasser besteht, was wir jetzt feststellen müssen. Dort oben ist unsere Schlafgelegenheit. Nur mal ganz kurz. Schneller Schwenk zurück. Jo. Hey, hi. Okay, und das ist quasi so ein kleines Feriendomizil hier. Also das heißt, hier werden wir mit Essen und Trinken versorgt. Und von hier aus starten unsere Aktionen und unsere Touren. Jetzt haben wir heute eine kleine Tour gemacht über 2190 Meter. Also von dieser Höhe quasi auf die genannte Höhe. Was eigentlich ein leichter Einstieg war. Es war jetzt nichts Kompliziertes, nichts Schweres. Aber es war mal gut zu wissen, dass alles funktioniert, dass die Ausrüstung passt, dass die Muskulatur, die Sehnen, alles fit ist. Und morgen geht es dann auf den Syphan. Das ist ein knapp 4050 Meter. Ja. Und nach dem Ararat dann der zweithöchste Berg der Türkei. Ja. Und die erste große Herausforderung, genau, auf unserem Prüfung. Trip, unsere Prüfung. Ja. Ja. Wenn wir da versagen, werden wir den Rest hier mit FS Bier unfair lustieren. Ja, weil, ja, genau. Freunde, wenn ihr in der Türkei seid, trinkt FS-Bier. Ja, ja, das ist sehr zu empfehlen. Und geht gut in den Kopf. Gut, das war soweit von unserer Seite. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Normal nicht. Genau. Übrigens, Baden im Warnsee ist eine lustige Sache. Es schmeckt nämlich brutal nach Natron, weil er einer der wenigen gesehen ist, der sowohl basisch als auch... Was hatten wir vorhin? Lauge und irgendwas. Irgendein Mix, den es eigentlich gar nicht geben soll, aber ja. Faktor, hier ist er. Müssen wir prüfen, ist total komisch. Aber die Tür werden wir in unserem Blog veröffentlichen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Macht's gut, wir melden uns morgen. Ciao, ciao. Adios, ciao. Kannst du gucken? Jo.